wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen, Filmfreaks und Filmfreakinen, die gerade hier zur aktuellen Folge von Moviechecks Newstime wieder eingeschaltet haben. Und ja, legen wir los, wie immer, ne? Also, bam, Transition. Josh Tranks Fantastic Four Reboot hat endlich seinen Cast und der besteht, wer hätte es gedacht, nun aus Miles Teller, der den Reed Richards, aka Mr. Fantastic, spielen will, Kate Mara, die Sue Storm, aka Invisible Woman, spielen wird, Michael B. Jordan in der Rolle des Johnny Storm, aka Human Torch, also die menschliche Fackel, und Jamie Bell in der Rolle des Ben Grimm, aka The Thing, zu Deutsch das Ding. Wie ihr auch in einer der schon weit zurückliegenden Newstime-Folgen auf jeden Fall nachhören könnt, stand dieser Cast eigentlich ja schon fest. Er wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber man konnte davon ausgehen, dass zumindest sich diese oder jene Charaktere, die nun tatsächlich auch die Rollen bekommen haben, sich durchsetzen. Und jetzt ist das Geschrei natürlich aus der Fan-Community groß, weil Michael B. Jordan nicht dem Comic-Idealbild der menschlichen Fackel entspricht. Man muss es einfach mal so klipp und klar sagen, die Fantastischen Vier, die Fantastic Four, sind alle von der Hautfarbe eher weiß. Michael B. Jordan ist schwarz und das darf man ihm natürlich jetzt auch nicht zum Nachteil gereichen. Ich meine, beispielsweise war auch Jamie Foxx beispielsweise für die Gaming-Verfilmung Kane and Lynch angedacht einst, neben Bruce Willis tatsächlich den Lynch zu spielen. Genau, diesen Verrückten halt. Das war Lynch, ne? Ja, das war Lynch. Und, oder war es Kane? Und nun spielt beispielsweise auch niemand anderes als Jamie Foxx Elektro beispielsweise. Also das ist auch so eine Sache, da kann man sich natürlich drüber aufregen, aber ich finde, bei Comics sollte man schon etwas offener sein. Zumindest tut das den Comic-Verfilmungen eigentlich nicht wirklich weh. Finde ich jedenfalls also. Mir ist das eigentlich Wumpe, nur in der Community ist es halt schon wirklich so ein Aufschrei. Da kommen dann die Hardliner auf die Barrikaden und sagen so, Comic-getreu, das geht aber nicht. Ich würde sagen, gebt dem Jungen einfach eine Chance, mal gucken, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, tja, dann ist das Fantastic Four Franchise für Sony eh erstmal über Jahre gestorben. Dann können sie das eh knicken. Es wird keine Verweise auf die bereits veröffentlichten Fantastic Four Filme geben, wie auch der komplette Cast ist ausgetauscht. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, hier irgendwelche Verweise auf Fantastic Four oder Fantastic Four Rise of the Silver Surfer zu tätigen. Deswegen ein kompletter Reboot und ob der funktioniert, das werden wir sehen. Josh Trank hat aber auch schon klar gemacht, dass es nicht so ein Fantastic Four Film werden wird, wie die bisher existierenden zwei Filme. Dieser Film wird höchstwahrscheinlich auch dunkler und nicht so komödiantisch angehaucht und somit wirklich auch dem Begriff Reboot gerecht. Ja, und am 18. Juni 2015 ist es dann soweit, dann sehen wir halt, wie The Fantastic Four sich schlagen auf der Kinoleinwand. Übrigens eine Woche nach dem Release von Jurassic World. Dieser Film kommt ja am 11. Juni 15 raus. Deswegen, das wird interessant, wie es da so mit den Box-Office-Ergebnissen ausschaut, weil das ja wirklich zwei wirklich erwartete Filme sind, die ja, mit Spannung erwartet werden. Das war sowas von doppelt gemoppelt. Disney und Sony, wenn ich mich jetzt nicht irre, planen ja beide auch noch gleichzeitig ein Dschungelbuch-Remake. Während das bei Sony aber immer so ein Hickhack ist und irgendwie da auch alles nicht gerade rund läuft, kriegt Disney auf jeden Fall immerhin schon mal seinen Cast zusammen. Unter den Augen von Regisseur Jon Favreau wird dieser Film in die Tat umgesetzt werden. Das wird definitiv interessant, weil Jon Favreau ja auch in den Iron Man 1 Film als auch im Iron Man 2 Film überzeugen konnte. Er ist ein guter Regisseur und der könnte es tatsächlich schaffen, Mowgli auch wieder tauglich zu machen für die große Leinwand. Während für Mowgli allerdings noch kein Cast gefunden wurde, gibt es jetzt eine Nachricht für die Rolle des Shere Khan, des Tigers, der quasi im Das Dschungelbuch, und da ist wieder meine Waschmaschine. Wunderschön. Ja, wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt anscheinend eine Meldung, dass Shere Khan halt einen Synchronsprecher gefunden hat, weil dieser Film, das Dschungelbuch, eine Interaktion wird zwischen Realfilm und CGI und der Tiger Shere Khan wird dann höchstwahrscheinlich animiert werden und von niemanden als Idris Elba synchronisiert werden. Und den kennen wir ja zum Beispiel auch aus Filmen wie Thor. Da hat er auch mitgespielt und ja, bleibt abzuwarten, wie das wird. Ich bin gespannt
Und ich bin auch gespannt, wie der Tiger aussehen wird, ob das vielleicht so eine Art Tiger wird wie aus The Life of Pi oder ob sie sich vielleicht auch irgendwie beim CGI-Team vom Die Chroniken von Narnia irgendwie was abgucken. Ich bin gespannt, wie dieser Film aussieht. Ich bin gespannt, wie der Film rüberkommen wird. Den werde ich mir auf jeden Fall schon mal dick im Kalender anstreichen, sobald dann der Film tatsächlich auch in, ja, nicht mehr weiter Ferne liegt, sondern näher rückt. Und ich meine, der 9. Oktober 2015, das ist schon noch eine gewisse Wegstrecke, die man dann zu warten hat eigentlich. Ja, kommen wir noch zum letzten Thema. Es geht wieder um The Avengers 2 Age of Ultron. Da gibt es nämlich auch wieder ein bisschen Trubel in letzter Zeit, weil nämlich Scarlett Johansson schwanger geworden ist. Gratulation dafür. Das hat allerdings zur Folge, dass ihre geplanten Drehtermine vorverlegt werden müssen. Ja, es wäre schon ein bisschen komisch, wenn sie jetzt auf einmal nach Captain America The Return of the First Avenger mit einem kugelrunden Bauch rumlaufen würde. Auf jeden Fall wird ihre Rolle nun vorgezogen in den Drehtermin-Prioritätskalender und ja, dann werden wir auch schon vielleicht mehr von den Set-Videos her sehen, sollten die mal wieder geleakt werden. Auf jeden Fall Gratulation, Glückwünsche an Scarlett Johansson. Damit sind wir auch am Ende von der heutigen Episode von Movie Checks News Time. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das würde mich auf jeden Fall am meisten freuen. Mich würde es natürlich auch erst recht freuen, wenn ihr dem Video durch einen Daumen nach oben ein positives Feedback gebt. Wenn ihr mir einen Daumen nach unten geben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Dann schreibt mir aber bitte auch in den Kommentaren ein Feedback, was ich verbessern kann, woran es gelegen hat. Und dann versuche ich das auf jeden Fall beim nächsten Video besser zu machen. Bis dahin.